Die Schlacht um die Falklandinseln. Die Abreise. Anfang April 1982 und der Flugzeugträger Hermes, das Flaggschiff der britischen Flotte, läuft aus dem Hafen von Portsmouth aus, um in den Krieg zu ziehen. Seine Decks mit Sea Harrier Jägern und Sea King U-Boot-Abwehr Hubschraubern überfüllt. Nur Tage zuvor konnte Hermes allenfalls seinem Ende auf dem Schrottplatz entgegensehen. Jetzt führte er die Angriffsspitze von dem, was zu einer Flotte von mehr als 100 Schiffen anwachsen sollte, welche die moderne militärische Macht Großbritanniens um die halbe Welt befördern würde, um sich erstmals in einer tatsächlichen Schlacht zu bewähren. Die Nationalgefühle waren gemischt. Stolz und Vaterlandsliebe mit vielleicht etwas stärkerem als normalem Hurra-Patriotismus, der zuweilen ins Humoristische ging. Und eine Generation, die noch nie zuvor ihre jungen Männer in den Krieg ziehen sah und neue Gefühlserregungen kennenlernte, ungewiss, ob die Schlacht stattfinden könnte und voller Besorgnis, falls dies wirklich eintreten sollte. Gleichzeitig fühlte man sich jedoch beruhigt durch die eindrucksvolle Hardware von Schiffen wie dem neuen Flugzeugträger Invincible, dem Stolz der britischen Flotte, als dieser sich ebenfalls der Reise gen Süden anschloss. Es muss gesagt werden, dass es unter denen, die bei den Abreisen zuschauten oder selbst daran teilnahmen, nur wenige gab, die ernsthaft erwarteten, dass die Task Force in echte Kampfhandlungen verwickelt würde. Oder auch nur im Traum daran glaubten, dass sie lange fortbleiben würde. Schließlich benutzte man das mächtige Kampfinstrument ja wohl lediglich, um politischen Druck für eine diplomatische Lösung auszuüben. Das jedenfalls war die frühe Hoffnung der britischen Regierung, verbunden mit einer Entschlossenheit, dass Großbritannien, falls es kämpfen müsste, es dem Gegner auch zeigen würde. Und so gingen die Planung und die Mobilisierung weiter, in Marinestützpunkten in ganz Großbritannien. Und in Gibraltar, wo das Ende einer NATO-Übung in der traditionellen Weise gefeiert wurde. Die Hälfte dieser Militärmusiker sollten Krankenträger auf den Falklandinseln werden. Unter den 24 Schiffen, die Gibraltar verließen, befand sich der Zerstörer Glasgow. Zwei weitere, die mit ihm ausliefen, die Sheffield und die Coventry, würden später versenkt werden. Während sie sich auf die Reise machten, wurden Ausrüstungen, die die Truppen nach einer eventuellen Landung auf den Falklandinseln benötigen würden, in aller Eile zu den Häfen an der Südküste transportiert. Auf Exerzierplätzen im ganzen Lande aufgestellte Truppen mit Spezialkleidung, voller Ausrüstung und sogar einer oder zwei optimistischen Angelrouten. Niemand rechnete damit, dass Großbritanniens zweitgrößtes Passagierschiff bald alles Glück benötigen würde, das es kriegen konnte. Grund.
Weit im Südatlantik, 500 Kilometer östlich von Südargentinien, liegen die rauen und sturmgepeitschten Falklandinseln. Ihre Geschichte zeigt, dass ihnen Ansprüche anderer nicht unbekannt sind. Großbritannien entdeckte sie 1592. Dann wurden sie durch die Franzosen kolonisiert, die eine Niederlassung in Port Louis gründeten, bevor sie ihre Anrechte an Spanien verkauften. Dann wurden sie durch Großbritannien zurückgefordert, zwischen Großbritannien und Spanien aufgeteilt und später von beiden fallen gelassen, obgleich Großbritannien seinen Anspruch niemals aufgab. Argentinien, das behauptet, den spanischen Anspruch geerbt zu haben, besetzte dann die Inseln, verlor sie jedoch 1831 in einem Scharmützel mit der amerikanischen Marine. Und zwei Jahre später segelte die Clio ein, um Großbritanniens Anspruch erneut geltend zu machen. Für die Falklandinseln war dies der Beginn von nahezu 150 Jahren ununterbrochener britischer Herrschaft. Gegen Mitte des 20. Jahrhunderts rühmte man sich hier in der Hauptstadt Port Stanley stolz, noch britischer zu sein als die Briten. Und alle Anzeichen deuteten darauf hin, dass sie es auch waren. Von den Polizeiuniformen, den grandiosen viktorianischen Reihenhäusern bis hin zu den sehr englischen örtlichen Pubs. Die 1800 Inselbewohner, deren Wirtschaft fast nur auf der Schafzucht basiert, waren jedoch ziemlich gleichmäßig aufgeteilt zwischen denjenigen, die nichts dagegen hätten, zumindest mit Argentinien zu reden, wie es das britische Außenministerium hin und wieder vorschlug, und denjenigen, die jegliche derartige Handlung als Bedrohung ihrer Lebensart sahen. Eine Lebensart, die ihrem Gouverneur sogar ein Londoner Taxi als Amtswagen gab. Und sie jedes Jahr zum Kriegerdenkmal brachte, um des berühmten Tages im Jahre 1914 zu gedenken, als britische Kriegsschiffe von hier aus liefen, um ein deutsches Marinegeschwader zu zerstören. Die rund 40 britischen Marinesoldaten, die gewöhnlich auf den Inseln stationiert waren, galten als ausreichendes Abschreckungsmittel gegen ein Argentinien, das immer wieder herausfordernde Töne in ihre Richtung anschlug. Dann waren da noch als Unterstützung für die Marines 120 Freiwillige der Bürgerwehr. Sie gaben jedoch niemals einen echten Schutz ab und wurden nur einmal aufgeboten, als 1966 30 argentinische Nationalisten ein Flugzeug entführten, es auf der Pferderennbahn in Port Stanley landeten, um die, wie sie dachten, unterdrückten Inselbewohner zu befreien und zu ihrer großen Überraschung prompt umzingelt und auf einem britischen Schiff nach Hause geschickt wurden. Später stellten freundlichere argentinische Flugzeuge die einzige Luftverbindung zur Außenwelt her und brachten Gruppen argentinischer Touristen ins Land. Die kamen, um die reichhaltige Tierwelt zu beobachten und zu fotografieren. 1982 kam das erste Anzeichen, dass Argentinien ernstere Absichten hatte. Jedoch nicht von den Falklandinseln, sondern von Südgeorgien, einer 800 Meilen südöstlich gelegenen britischen Kolonie. Diese 100 Meilen lange, von Bergen und Gletschern übersäte Insel war, abgesehen von 20 Wissenschaftlern vom British Antarctic Survey und zahllosen Robben und Pinguinen, unbewohnt. Die einst blühenden Walfangstationen und Fabriken zerfielen und waren verlassen. Und hier in Leith schiffte die argentinische Marine am 18. März eine Gruppe von 42 Schrotthändlern aus. Sie entluden Vorräte und begannen mit der Demontage der Anlagen, deren Eisen und Stahl einen Wert von mehreren Millionen Pfund Sterling repräsentierte. Das alles war die Arbeit des argentinischen Schrotthändlers Konstantin Davidov und völlig legal. Was nicht legal war, war, dass seine Männer heimlich kamen, ohne den britischen Offiziellen zu sagen, was sie taten. Hinzu kommt, dass sie argentinische Soldaten mit sich brachten, die keine Zeit verloren, ihre Nationalflagge zu hissen. Der britische Verwalter kam später von Britwicken herüber, um ihnen zu sagen, dass sie die Flagge einholen müssten und dass sie eine Genehmigung benötigten, um dort zu bleiben. Sein Rat wurde ignoriert. Argentinien informierte Großbritannien, dass es seine Leute beschützen würde. Beim britischen Außenministerium glaubte man immer noch, das Problem auf diplomatischem Wege lösen zu können. Trotzdem wurde das Eispatrouillenschiff Endurance, die einzige permanente britische Marinepräsenz in dem Gebiet, angewiesen, Kurs auf Südgeorgien zu nehmen, und ihre Royal Marines überprüften ihre Waffen und führten einige Schießübungen auf dem Weg aus. Die Endurance war den Kürzungen im britischen Verteidigungsetat zum Opfer gefallen und dies sollte ihre letzte Reise sein. Eine Entscheidung, die Argentinien sehr wohl in dem Glauben bestärkt haben könnte, dass London sein Interesse an den Falklandinseln verlor. Die Kanonen, die eingemottet werden sollten, wurden jedoch jetzt für Kampfhandlungen vorbereitet.
Unter Deck unterwies Leutnant Keith Mills seine 21 Marines. Ihre Aufgabe würde darin bestehen, den Kapitän der Endurance zu beschützen, wenn er an Land ging, um die Argentinier in Leith aufzufordern, die Insel zu verlassen. In der letzten Minute wurde der Plan jedoch aufgegeben. Die Endurance wurde stattdessen angewiesen, im Hafen von Grytviken vor Anker zu gehen. Die britische Regierung hoffte noch immer, dass Diplomatie das Schlimmste verhüten würde. Es blieb kaum eine Wahl. Falls die Argentinier effektiv eine Invasion planten, war es einfach zu spät, noch etwas dagegen zu unternehmen. Die Sowjetunion hatte ebenfalls erkannt, worum es hier ging. Einer ihrer Spionagetrawler lief in Grytviken ein, um zu sehen, was die Endurance im Schilde führte. Ein weiterer Beobachter der Endurance, wenn auch aus einiger Entfernung, war das argentinische Eispatrouillenschiff Bahia Paraíso. Inzwischen stachen nach hektischer Aktivität in den Stützpunkten auf dem argentinischen Festland weitere 15 ihrer Kriegsschiffe in See. Gesuche von den Vereinigten Staaten und den Vereinten Nationen waren vergeblich. Und am 2. April überfiel Argentinien die Falklandinseln. Die dort stationierten, zahlenmäßig fast 100 zu 1 unterlegenen Royal Marines wurden vom Gouverneur angewiesen, sich zu ergeben. Jedoch erst, nachdem sie erheblichen Widerstand geleistet und dabei mindestens 3 argentinische Soldaten in einem wilden Feuergefecht getötet hatten. Nachdem sie direkt nach Großbritannien nach Hause geschickt wurden, können sie wohl kaum daran geglaubt haben, dass sie einige Wochen später im Triumphzug zum Government House zurückkehren würden. Mittlerweile war die Endurance angewiesen worden, Kurs auf die Falklandinseln zu nehmen, um zu helfen, war jedoch erst auf halbem Weg, als die Invasion stattfand. Jetzt erging die Anweisung zu wenden und den eigenen in Grytviken zurückgelassenen Marines zu helfen. Es war jetzt jedoch sehr wahrscheinlich, dass es hierzu ebenfalls zu spät sein würde. Unfähig, irgendeine Bestätigung vom Stützpunkt Grytviken zu erhalten, lüftete die Endurance ihre Tarnung ihrer beiden Wasp-Hubschrauber. Während sich das Schiff dicht an der südlichen Küste der Insel hielt, hob einer von ihnen ab, um zu versuchen herauszufinden, was los war. Als er jedoch abflog, eröffneten die Marines in Grytviken bereits aus kurzer Entfernung das Feuer auf die argentinische Korvette Gerico, welche die Küstenlinie unter Beschuss genommen hatte. Ein argentinischer Puma-Hubschrauber machte eine Bruchlandung, bei der mindestens 3 Mann ums Leben kamen, nachdem aus den Handfeuerwaffen etwa 500 Schuss auf ihn abgegeben worden waren. Jetzt kam auch der Wasp-Hubschrauber von den Bergen über Grytviken an. Seine beiden Piloten wussten nicht, dass sich der scheinbare Widerstand, den die Marines laut Befehl leisten sollten, zu einer 2-stündigen Schlacht entwickelt hatte, bevor die endgültige unvermeidbare Kapitulation erfolgte. Sie waren jedoch in der Lage, die Folgen der Kampfführung zu beschreiben und zu berichten, dass Keith Mills und seine Männer ihr Schiff und ihr Land mit Stolz erfüllten. Nun wohl, ich habe die Guerrico, das argentinische Kriegsschiff, und auch ein kleines Boot von der Bahia Paraíso gesehen, das in den Hafen von Grytviken einlief. Die Paraíso selbst haben wir natürlich nicht gesehen. Es ist kein Anzeichen von Beschädigung um den Stützpunkt Grytviken herum zu sehen. Die Guerrico entwickelte etwas Rauch, wir konnten keinerlei Beschädigung feststellen, jedoch sah es auf jeden Fall so aus, als ob sie beschädigt wäre. Kapitän Barker hatte diese Botschaft für seine Besatzung. Wir sind außer Reichweite. Wir befinden uns effektiv weitaus näher als nach den mir gegebenen Befehlen zulässig. Wir sollten uns um die 150 Meilen von Südgeorgien entfernt befinden. Wir befinden uns im Augenblick sehr nahe bei Südgeorgien. Mein Auftrag lautet leider nicht, die Paraíso oder die Korvette zu erledigen, was wir ohne weiteres hätten tun können, als sie diesen Morgen beide auf der Höhe von Leith vor Anker lagen. Aber wir sollten nur feuern, wenn wir provoziert würden. Nun wohl, vielleicht provozieren wir, indem wir dort bleiben, und falls uns das gelingen sollte, werden wir es Ihnen schon zeigen. Mittlerweile wehte die argentinische Flagge über dem Government House in Port Stanley, während schweres Material und Truppen en masse auf den Falklandinseln eintrafen, um die Invasion zu konsolidieren. Aus ihren ersten Handlungen und Verhaltensweisen war klar, dass viele bedingungslos das glaubten, was ihnen ihre Offiziere und ihre Regierung erzählt hatten.
dass sie als Befreier gekommen waren, um die Inselbewohner von dem britischen kolonialen Joch zu befreien. Auf sie wartete ein grausames Erwachen. Die meisten Inselbewohner ignorierten sie. Einige von ihnen, die dies nicht taten, ließen keinen Zweifel an ihren Gefühlen aufkommen. Es war kaum der Erfolg, den die argentinischen Zeitungen und Geschichtsbücher ihnen weisgemacht hatten. Für einige war einfach auf den Inseln zu sein, die sie die Malvinen nannten, die Verwirklichung eines Traums. Obwohl eines Traums, der durch Generationen von Propaganda und Mythos genährt worden war. Daheim in Buenos Aires geriet man vor Freude außer sich. Präsident Galtieri wurde von begeisterten Mengen bedrängt, die nur Tage zuvor laut gegen das chronische Missmanagement der Wirtschaft durch die rechte Militärjunta protestiert hatten. Durch den Sieg auf den Malvinas konnten sie ihre Gedanken zweckdienlich, wenn auch vielleicht nicht ganz zufällig, etwas anderem zuwenden. Inzwischen endete eine zweitägige Debatte im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit der Annahme der Resolution 502, die ein Ende aller Feindseligkeiten, einen vollständigen Rückzug aller argentinischen Streitkräfte und eine diplomatische Lösung des Problems forderte. Sie wurde durch nicht weniger als 10 Länder unterstützt. Nur Panama in Mittelamerika stimmte dagegen. 4 Länder, einschließlich der Sowjetunion, enthielten sich der Stimme. Der britische Botschafter Sir Anthony Parsons hatte allen Grund, zufrieden dreinzuschauen. Und der britische Außenminister erzählte den Bewohnern der Falklandinseln durch den BBC World Service von dem Versprechen der Regierungschefin an das Parlament und an sie. Die Lebensweise der Falklandbewohner ist britisch. Es ist der Wunsch des britischen Volkes und der Pflicht der Regierung, Ihrer Majestät alles zu tun, um dies aufrechtzuerhalten. Dies sollte Lord Carringtons letzte öffentliche Rede als Außenminister sein. Am nächsten Tag, in dem er die Schuld für die Fehler seines Ministeriums auf sich nahm, trat er zurück, weil, wie er es nannte, ich glaube, dass das, was auf den Falklandinseln geschehen ist, eine nationale Demütigung ist. Die Reise. Der britische Flottenverband wurde immer stärker und bewegte sich schnell gen Süden zur Vulkaninsel Ascension, einer winzigen Zwischenlandestation, wo sie sich für die bevorstehende Schlacht neu organisieren und neu gruppieren würde. Die Sea Harrier-Staffeln testeten ihre Waffen und ihre Genauigkeit. Eine Sidewinder-Rakete steuert auf ihr Ziel zu. Raketen wurden auf durch Schiffe geschleppte Wasserziele abgeschossen. Es war wesentlich, die zuschauenden Soldaten und Seemänner mit den Anblicken und Tönen des Krieges vertraut zu machen. Ebenfalls erprobt die todbringende Granatbombe, die unmittelbar über ihrem Ziel explodiert. Während sich eine Gruppe Piloten in der Luft befand, wurde eine andere, die Staffel 801, für ihren Übungsfeindflug unterwiesen. Kontrollen der 1000 Pfund Bomben. Zunächst Kontrollen, wenn Sie sich zum Flugzeug begeben. Sicherheit. Kontrolle, ob die Bombe jeden Augenblick abfallen könnte. Kontrolle des Bodenschwanzes. Kontrolle der Nabenhaube. Kontrolle der Flügel. Sollte irgendetwas schiefgehen und die Bombe explodiert, kann ich Ihnen nicht helfen. Sie sind sich selbst überlassen. Broadsword manövrierte nach hinten und Kommandos der Royal Marines übten das Abspringen von Hubschraubern. Während auf einem anderen Teil des Decks des Trägers Hermes ein Auffrischungskurs am Mehrzweckmaschinengewehr durchgeführt wurde. Irgendwie schien diese Panzerabwehrwaffe ziemlich gut anzukommen.
eine Übungsalarmstufe 1 an Bord des Trägers Hermes. Seine Besatzung sollte vergessen, wie oft sie auf tatsächliche Gefechtsstationen gehen würde, während argentinische Jets auf die Flotte zusteuerten. Die Aufgabe des Nachschubs für die Taskforce auf der langen Reise gen Süden oblag den Versorgungsschiffen der Königlichen Hilfsflotte, zuweilen Großbritanniens zweite Marine genannt. Diese im Eigentum des Verteidigungsministeriums stehenden, jedoch mit zur Handelsmarine gehörenden Seeleuten bemannten Schiffe haben Fertigkeiten im Nachbunkern auf See entwickelt, um die sie jede andere Marine in der Welt beneidet. Während der gesamten Dauer des Konfliktes haben sie es niemals versäumt, ein Rendezvous einzuhalten oder die benötigten Nahrungsmittel und die Munition bereitzustellen. Und am Äquator lieferte die Taskforce ihre eigene Unterhaltung mit denjenigen unter ihnen, die den Äquator noch niemals überquert hatten und sich dem Zorn und Urteil Neptuns unterwerfen mussten. Niemand stellte zu viele Fragen darüber, wie ein in den Krieg ziehendes Schiff zu Kostümen dieser Art kam. Und das Urteil wurde ordnungsgemäß gefällt und am Sohn der Königin, Prinz Andrew, einem Sea King Hubschrauberpiloten an Bord des anderen Trägers Invincible, vollzogen. Jetzt war es Zeit für den Befehlshaber der Taskforce, sich seinem Flaggschiff anzuschließen. Auf den noch immer weit entfernten Falklandinseln eine Stippvisite des argentinischen Präsidenten. General Galtier war gekommen, um dem neuen Gouverneur Perry Menendez und seinen siegreichen Truppen zu gratulieren. Sein Besuch förderte ihre Moral, hatte jedoch auch andere Zwecke. Er hoffte, dass dieser Besuch es der Außenwelt unmissverständlich klar machen würde, dass die Inseln jetzt unlösbar mit Argentinien verbunden waren. Und in argentinischen Heimen würden diese Fernsehbilder dabei helfen, den dramatischen Anstieg in der öffentlichen Popularität zu untermauern, den die Invasion der Falklandinseln ihm gebracht hatte. In Port Stanley kamen jetzt ebenfalls die Versorgungsflugzeuge auf einem neuen, überfüllten Luftkorridor vom Festland an. Ein ständiger Zustrom nicht nur von Truppentransportern, sondern auch Passagierjets der argentinischen Luftwaffe. Neben dem Rollfeld aneinandergereiht, die tödlichen kleinen Pucara-Kampfflugzeuge, die von den Argentiniern selbst gebaut und bereits mit erheblichen Erfolgen gegen linke Guerillakämpfer eingesetzt wurden. Die Lahmlegung des Flugplatzes, das Durchschneiden der Lebensader, würde Großbritanniens dringlichste Aufgabe sein. Und die Argentinier wussten das. Die Zahl der von ihnen aufgebotenen Kampfflugzeuge erwies sich als weitaus geringer als von den Briten erwartet. Die Zahl der Männer als weitaus höher. 11.500 Mann, von kampfgewohnten Berufssoldaten bis hin zu jungen, gerade eingezogenen Rekruten, die kaum dem Schulalter entwachsen waren, mit wenig Ausbildung und noch weniger Lust zu einem Kampf. Zu dem Zeitpunkt wusste das aber noch niemand. In Großbritannien gab es Berichte über die erschreckenden Bedingungen, unter denen sie lebten. Das argentinische Fernsehen produzierte pflichtgetreu Bilder, um das Volk daheim zu beruhigen, um seine Männer nicht gerade freudig, jedoch gut versorgt zu zeigen, als sie sich in ihren Zelten und Fuchsbauten um Port Stanley herum einrichteten. In der Propaganda, die mit den Schlachten einhergehen sollte, würde die argentinische Regierung oft übertreiben und lügen. Die britische Regierung hingegen würde die Wahrheit sagen, jedoch selten die ganze Wahrheit. Es war jedoch Großbritannien, das den Kampf um die Weltmeinung gewann. Diese Soldaten hatten sich kaum an ihre neue primitive Umgebung gewöhnt, als die EG, Kanada, Australien und Neuseeland bereits wirtschaftliche Sanktionen gegen Argentinien einführten. Druck anderer Art kam vom amerikanischen Außenminister Haig, als er zwischen London, Buenos Aires und New York hin und her pendelte, um zu versuchen, eine friedliche Lösung des Problems zu finden. Ich habe keinerlei amerikanische Lösung bei mir. Ich bin hier, um frei und offen zu sehen, was wir tun können. Wie Perus Friedensplan und den anschließenden Bemühungen des Generalsekretärs der Vereinten Nationen war auch den Bemühungen Haigs keinerlei Erfolg beschieden.
Premierministerin Margaret Thatcher bezichtigte die Argentinier der Irreführung und des Vertrauensbruchs. Der neue Außenminister Francis Pim sagte, dass die Junta ihre Meinung sogar dreimal in einer Nacht geändert habe. Dennoch führten Außenminister Haig und viele andere ihre Bemühungen fort und konnten kaum noch zählen, wie oft sie beim Verlassen von Flugzeugen fotografiert wurden und vor den Mikrofonen standen, um einige sorgfältig gewählte Worte zu sprechen. Heute Abend ist es klar, dass die Aufgabe kein Kinderspiel sein wird. Am Ende blieb die Entscheidung, die die USA unbedingt zu vermeiden versuchten, entweder eine freundliche antikommunistische Diktatur in Südamerika zu unterstützen oder eine Demokratie, die ihr engster Verbündeter in Europa war. Zielübungen, ebenfalls auf die Brecon Beacons in Wales für Harrier-Kampfflugzeuge. Und für die berühmten nahkampferprobten Gurkhas, etwas Arbeit am Fernmörser. Diese walisischen Täler wurden wegen ihrer großen Ähnlichkeit mit dem ungeschützten und baumlosen Terrain der Falklandinseln gewählt. Einige Harriers waren dazu ausersehen, mit Hilfe einiger bemerkenswerter Auftankoperationen in der Luft einen Non-Stop-Flug zur Vulkaninsel Ascension zu unternehmen. Jedoch begannen alle diese Reise auf dem speziell umgebauten Containerschiff Atlantic Conveyor, dem einzigen Schiff, das die Handelsmarine während des Konflikts verlieren sollte. Pläne wurden auf der Fearless abgeschlossen. Nachschubmaterialien in aller Eile auf die Stromness und die Ressource gebracht, während Hubschrauber auf die Sir Galahad und die Sir Garand Kurs nahmen. Riesige mit schweren Ausrüstungen beladene Maxi-Flosse tuckerten hin und her. 105 mm Leichtgeschütze wurden an Land gehoben, um auf ein späteres Schiff zu warten. Während sich die Taskforce auf die Reise gen Süden machte, analysierte Sandy Woodward, der zuerst einen leichten Sieg und dann einen blutigen Konflikt voraussagte, was er als die Hauptbedrohung durch den Feind ansah. Wir werden uns wahrscheinlich gegen ihre Luftwaffe stellen müssen und ich weiß nicht, in welchem Ausmaß sie sie einsetzen werden. Ich bin eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass wir verdammt gute Systeme haben, um mit der Situation fertig zu werden. Wir verfügen über erstklassige Waffensysteme und Sensoren sowie über einige verdammt gute Flugzeuge und Raketensysteme. Die Argentiner sind sehr schlecht beraten, zu versuchen, sich mit uns anzulegen, denn sie werden einige sehr schwere Verluste erleiden. Ich würde unsere Chancen als erheblich besser ansehen als die der Opposition. Und ich wäre bereit darauf, 20-1 zu wetten und wäre sicher dabei, gut abzuschneiden. Nur drei Tage nach Verlassen der Vulkaninsel Ascension starteten die Harrier-Jäger, um ein argentinisches Aufklärungsflugzeug abzufangen. Es blieb jedoch noch immer Zeit für den traditionellen 21-Schuss-Salut zum Geburtstag der Königin. Allen an Bord wurde klar gemacht, dass daheim in Großbritannien der politische Wille, ihre Mission erfolgreich zu sehen, noch genauso stark war wie am Tag ihrer Ausreise aus Portsmouth, als die Premierministerin über die Möglichkeit eines Misserfolges befragt wurde. Königin Victoria sagte einmal, Misserfolg, die Möglichkeit existiert nicht. Die Zurückeroberung Südgeorgiens. Während man jetzt tiefer in den Südatlantik vordrang, durch die braven Westwinde und bei schnell abfallender Temperatur, waren die Wellen gelegentlich so hoch, dass sie Bug und Heck eines Kriegsschiffs gleichzeitig aus dem Wasser hoben. Daheim in Großbritannien fragte man sich, wie die Soldaten eine Reise von solcher Länge und Wildheit aushalten und in bester Kondition sein könnten, wenn sie am anderen Ende an Land gehen. Die an solche Bedingungen gewöhnten Seemänner sorgten sich mehr um die Bedrohung durch argentinische U-Boote, die man in dem Gebiet auf Lauer vermutete. Schon bald waren die Harrier-Jäger in ständiger Alarmbereitschaft, wobei die Piloten abwechselnd 2 Stunden im Cockpit verbrachten, zum sofortigen Start bereit. Der Zerstörer Antrim und die Fregatte Plymouth hatten sich bereits von der Taskforce davongemacht, Ziel Südgeorgien.
Drei Stunden bombardierte die Plymouth die Küstenlinie, um die Argentinier zu demoralisieren, ohne ihnen Schaden zuzufügen. Männer vom SAS und SBS waren bereits an Land, um über die Bewegungen des Feindes zurückzumelden. Ein zur Bergung einer durch das fürchterliche Wetter gestrandeten Truppe angeforderter Hubschrauber ging beim Abflug zu Bruch. Ein zweiter ebenfalls. Ein dritter, hervorragend durch einen Schneesturm gesteuerter Hubschrauber, hob sie heraus. Als der Hauptangriff kam, gab es keinen Widerstand. Und in Großbritannien bewegte die Nachricht, dass der Union Jack wieder über Südgeorgien flog, die Premierministerin in der Downing Street dazu, zur Nation zu sprechen. Freuen Sie sich einfach über diese Nachricht und gratulieren Sie unseren Streitkräften. Gute Nacht, meine Herren. Es wurde nur ein Todesfall gemeldet, der eines argentinischen Gefangenen, der bei dem erschossen wurde, was eine Untersuchung später als einen zu rechtfertigenden Unfall beschrieb. Er wurde mit vollen militärischen Ehren begraben. Die anderen 180 Kriegsgefangenen wurden für die lange Reise nach Hause versammelt. Sie wurden gut behandelt, ihre Offiziere an Bord wurden zum Dinner geladen. Ihr Kommandeur, Kapitän Astiz, der das Kapitulationsdokument unterzeichnete, wurde später als einer der berüchtigtesten Folterknechte Argentiniens identifiziert. In den Genfer Konventionen ist jedoch keine Bestimmung, durch die er zur Rechenschaft gezogen werden konnte. Und daher musste er nach Hause geschickt werden und ließ nur eine einsame, wichtige Unterschrift zurück. Die Mengen feierten das, was, wie man ihnen gesagt hatte, ihr Sieg in Südgeorgien war. Dies sollte die erste von vielen solchen Wahrheitsverdrehungen sein. Die Vereinigten Staaten gaben ihr neutrales Verhalten endlich auf und Außenminister Haig kündigte wirtschaftliche Sanktionen gegen Argentinien an. In Anbetracht des Versäumnisses Argentiniens, einen Kompromiss zu akzeptieren, müssen wir unterstreichen, dass die Vereinigten Staaten die Anwendung unrechtmäßiger Gewalt zur Lösung von Streitigkeiten nicht nachsehen kann und nicht nachsehen wird. In London war der britische Außenminister erfreut und machte der Weltpresse klar, dass dies genau das sei, worum Großbritannien kämpfte. Verteidigung der Freiheit, Verteidigung der Demokratie. Darum geht es hier. Die Leute im argentinischen Buenos Aires wurden nicht durch das Volk gewählt. Sie haben kein Parlament, zu dem sie gehen und Rechenschaft ablegen müssen. Ich habe ein Parlament, bei dem ich Rede und Antwort stehen muss. Wir alle und alle Länder, die uns unterstützen, haben durch das Volk gewählte Parlamente. Und wenn wir die internationale Ordnung nicht wiederherstellen, wenn wir nicht dafür sorgen, dass Unrecht wieder gut gemacht wird, gibt es eine Schwäche in Ordnung, die jedes Land in jedem Kontinent auf der ganzen Welt betrifft. Im Südatlantik kam die Endurance, deren Vorräte sich gefährlich erschöpft hatten, nach Norden zum Lager auffüllen und war jetzt mit auf dem Höhepunkt stehender Moral auf der Rückreise, um ihre Rolle als Nachrichtensammler wieder aufzunehmen. Schon bald darauf machte sich die Task Force, nachdem sie eine 200-Meilen-Sperrzone um die Falklandinseln erklärt hatte, gefechtsbereit. Sie verzeichnete ebenfalls ihren ersten Toten. Ein Besatzungsmitglied von einem Sea King-Hubschrauber, der in schlechtem Wetter zum Notwassern gezwungen worden war. In noch nie dagewesenen Bedingungen fliegend, bezahlten die Sea Kings den Preis dafür, die Arbeitspferde der Task Force zu sein. Während die Hermes bis in Flugweite der Falklandinseln kam, wurden Stapel von Bomben und Raketen, die ihre Harrier tragen würden, an Deck gebracht. Ein Vulcan-Langstreckenbomber von Ascension hatte bereits seine Bomben auf den Flugplatz von Port Stanley abgeworfen. Jetzt waren die Harrier an der Reihe. In der Flugleitstation des Trägers Hermes wurde der Befehl zum ersten Luftangriff der Task Force erteilt. Dies sollte der erste von 1000 Harrier-Einsätzen sein, die während des Konflikts geflogen wurden. Sie beobachteten sie, bis sie aus dem Blickfeld verschwanden und beteten, dass sie alle zurückkehren würden. Port Stanley lag ruhig und friedlich im Morgengrauen. Auf dem Flughafen, in 2 Meilen Entfernung über der Bucht, warteten die Verteidiger auf den Fliegerangriff, der, wie sie wussten, kommen musste. Die Harrier kamen aus verschiedenen Richtungen in der klassischen Angriffsformation einer 8.
Sie waren derart schnell dort und wieder verschwunden, dass das Abwehrfeuer der Feindflak nur den leeren Himmel weit hinter ihnen traf. Sanitätswagen rasten in die Stadt mit den Verwundeten. Um den Flughafen herum herrschte Chaos. Soldaten und argentinische Zivilisten rannten durch Trümmer und Krater, um so viel Distanz wie möglich zwischen sich und weiteren Angriffen zu bringen. Die Harrier kehrten immer wieder zurück, und zwar nicht nur nach Port Stanley, sondern auch zu mehreren Gras-Start- und Landebahnen, auf denen die Argentinier Flugzeuge zusammenbrachten. Und danach die Schlüsselfrage: Hatten sie den Landeplatz außer Gefecht gesetzt? Aus großer Höhe aufgenommene Aufklärungsfotos von Port Stanley, von denen dies das erste war, zeigten offensichtlich Erfolg. Erst viel später erfuhr man, dass die Argentinier riesige Erdhügel auf der Rollbahn aufgeworfen und diese so geformt hatten, dass sie wie Bombenkrater aussahen, aber stets eine Seite der Rollbahn für die Landung und den Start ihrer Flugzeuge freigelassen hatten. Von 63 Bomben hatte nur eine die Rollbahn getroffen. Die vermeintlich abgeschnittene Garnison erhielt bis zum Tag vor der Kapitulation frischen Nachschub. Auf dem Träger Hermes gab es Hurrarufe, als man die Harriers irgendwo am Himmel zurückkehren sah. Nachrichten über den Einsatz gingen blitzschnell nach Großbritannien, doch durften die mit der Taskforce gekommenen, unter strikter Militärzensur stehenden Journalisten nicht sagen, wie viele Flugzeuge teilgenommen hatten. Einer der Harriers war getroffen worden. Ein einziger Schuss durch das Rumpfende, der den Piloten damit nur um den Bruchteil einer Sekunde verfehlt hatte. Tage darauf sollte ein anderer Harrier bei einem Angriff auf Goose Green abgeschossen werden. Zwei weitere blieben dann nach einer Kollision in schlechtem Wetter vermisst. Aber das lag noch alles in der Zukunft. Was heute von Bedeutung war, war der erste Geschmack von Kampfhandlungen, die Begegnung mit der Gefahr, der erste Erfolg und die Entlastung der Hilfsmannschaften. David Morgan, Hauptmann der Luftwaffe, besieht sich den Schaden an seiner Maschine. Die Harrier würden an diesem Tag erneut abfliegen, um einen argentinischen Luftangriff mit einem Gegenschlag zu beantworten. Und nach dem Einsatz das Ausfragen über ihren ersten Geschmack vom Krieg. Meine erste Bombe traf wahrscheinlich ein Flugzeug auf der nördlichen Seite des Flugplatzes. Und dann rollten die verbleibenden zwei quer über den Flugplatz in das Magazin, das in dieser Phase bereits voller Rauch und Flammen war. Das Flugplatzgebäude war nichts als eine ziemlich große Fläche mit Feuer und Qualm und Staub, und man konnte nur sehr wenig im Detail ausmachen. Konnten Sie Menschen auf dem Boden erkennen? Nein, wir konnten keinerlei Menschen sehen. Ich glaube, die waren alle in ihren Fuchslöchern. Es gab jedoch sehr viel Geschützfeuer. Ständig getaucht patrouillierten außerdem britische U-Boote das Gebiet, das nunmehr zu einer 200 Meilen Totalsperrzone um die Falklandinseln herum geworden war. Es gab etwas Kritik über die Tatsache, dass Argentiniens zweitgrößtes Kriegsschiff, der Kreuzer General Belgrano, und zwei Begleitfregatten sich gerade eben außerhalb der Zone befanden, als das Hunter-Killer-U-Boot Conqueror zwei Tigerfisch-Torpedos auf ihn abfeuerte. Mittschiffs getroffen, sank die Belgrano schnell. 360 Mann der Besatzung starben, 800 wurden gerettet. Und die britischen U-Boote standen unter dem Dauerbefehl, dem großen argentinischen Träger 25 de Mayo dieselbe Behandlung zuteil werden zu lassen, falls er es wagen sollte, den Hafen zu verlassen. Als die Conqueror später nach England zurückkehrte, verteidigte ihr Kapitän Christopher Renford Brown die Entscheidung, die Belgrano zu versenken. Die Belgrano war eine Bedrohung für die Taskforce. Sie war auf sie zugelaufen und ich hatte sie einige Stunden vorher beobachtet und griff unter direktem Befehl an. Ich glaube, dass dadurch, obgleich augenscheinlich Menschenleben auf ihr verloren wurde, was ich bedauere, auf jeden Fall erhebliche Verluste von Menschenleben der britischen Taskforce vermieden wurden. Nur zwei Stunden nachdem die Belgrano getroffen wurde, kehrten Linkshubschrauber von einem Taskforce-Einsatz zurück und einige ihrer Raketenabschussvorrichtungen waren leer.
Zwei argentinische Patrouillenboote hatten innerhalb der Totalsperrzone auf einen auf U-Boot-Abwehrpatrouille befindlichen Sea King-Hubschrauber geschossen. Und die Lynx wurden herbeigerufen, um mit ihren Sea Skua-Raketen einen Gegenangriff auszuführen. Die Alferez Sobral konnte sich schwer beschädigt mit großer Mühe zum Hafen zurückschleppen. Ihr Schwesterschiff, die Commodore Somarella, sank. Es war ein Tag, der eine deutliche Auswirkung auf den Verlauf des Krieges haben sollte und sicherstellte, dass die argentinische Marine oder was von ihr übrig geblieben war, für den Rest des Konfliktes ständig im Hafen blieb. Später wurde der argentinische Trawler Narwal durch zwei Sea Harriers angegriffen und getroffen. Eines seiner Besatzungsmitglieder wurde getötet. Die Argentinier sagten, er habe sich auf Fischfang befunden. An Bord gefundene Dokumente bewiesen jedoch, dass es ein Spionageschiff war. Die Besatzung wurde nach Hause geschickt. Dienstag, 4. Mai. Qualmend am Horizont, Argentiniens Rache. Die Sheffield war getroffen. Auf der Hermes wurden eiligst Sea King-Hubschrauber mobilisiert, um die 15 Meilen zu ihrer Hilfe zu fliegen. Sanitätsmannschaften standen in Bereitschaft. Atemgeräte wurden in die Hubschraubernetze gehängt. Irgendwo fand jemand extra Schläuche und Pumpen, denn man hatte bereits Meldung empfangen, dass die Feuerlöschausrüstung der Sheffield im Kampf mit den Flammen ausgefallen war. Endlich waren sie abflugbereit. Zusätzliche Harriers wurden ausgesandt, falls die argentinische Luftwaffe einen zweiten Angriff fliegen sollte. Die Sea Kings fanden die Sheffield heftig brennend vor, mit 20 Mann tot. Sie war auf Verteidigungsstation gewesen, der zweithöchsten Bereitschaftsstufe, als die in Frankreich gebauten Super Étendard-Jagdbomber knapp über dem Radarhorizont in 20 Meilen Entfernung auftauchten und ihre tödlichen Exocet-Raketen abfeuerten. Die Schiffsbesatzung hatte nur 6 Sekunden Warnung, gerade genug Zeit, um, wie es der Kapitän ausdrückte, volle Deckung zu schreien. Unter erheblicher Gefahr für sich selbst ging die Arrow längsseits, um die meisten der 261 Überlebenden zu übernehmen. Die Sea Kings brachten die 24 Verwundeten zur sofortigen Behandlung zur Hermes zurück. Einige hatten den dicken, giftigen Qualm von den Plastikmöbeln und Beschlägen eingeatmet. Andere stellten fest, dass ihre von der Marine ausgegebenen Hosen aus Acrylharz geschmolzen waren und an ihrer Haut klebten. Marineexperten waren entsetzt, als sie die Katastrophe untersuchten. Die Exocets schlug mit 700 Meilen pro Stunde in die Sheffield ein. Das Feuer zerstörte das Operationszentrum des Schiffes innerhalb 20 Sekunden und verbreitete sich schnell längs den kunststoffbeschichteten Stromkabeln. Später, während sie zur weiteren Untersuchung heimwärts geschleppt wurde, sank die Sheffield. Einigen Berichten zufolge geschah das absichtlich aufgrund einer Leckage der Atomwasserbomben an Bord. Das Verteidigungsministerium dementierte das. Da sich die Taskforce beunruhigend verwundbar fühlte, wurden weitere Harrier aus Großbritannien eingeflogen, die unterwegs in der Luft nachtankten. Die Flugmannschaft versammelte sich um die Neuankömmlinge sowie die Ersatz-Sea Harriers, GR-3s, die neuesten Modelle, deren Hauptrolle der Angriff auf Endziele war, zu inspizieren. Etwa 40 Harrier würden gegen eine argentinische Luftwaffe mit mehr als 100 konventionellen Kampfflugzeugen und Bombern operieren. Trotz der überlegenen Manövrierfähigkeit der Harriers ein entmutigender Test. Und es waren dringende Maßnahmen erforderlich, um sich mit 3 argentinischen U-Booten zu befassen, die eine ernste Bedrohung darstellen könnten. Großbritanniens Nimrods könnten sie haargenau ausmachen und angreifen, jedoch nur mit einer Luft-Luft-Nachtankfähigkeit, die sie zu der Zeit nicht hatten. Britische Techniker arbeiten rund um die Uhr, um die erforderlichen Umbauten in Rekordzeit zu entwerfen, anzufertigen und zu installieren.
Mehr Schiffe wie die Fregatte Ardent vom Typ 21, die hier ihre Feuerkraft demonstriert, während sie die Canberra überholt, waren ausgesandt worden, um die Taskforce zu verstärken. Am 21. Mai sollte die Ardent der ganzen Wucht des ersten bedeutenden argentinischen Luftangriffs ausgesetzt sein. Von nicht weniger als 15 Bomben und Raketen getroffen, sollte sie in der Mitte des Falklandsundes sinken. Mit 20 Mann ihrer Besatzung tot und mehr als 30 verwundet. Dies ist ein Andenken daran, wie sie war. Die Landung. Mai. Die britische Hauptlandung auf den Falklandinseln durch die 3. Kommandobrigade unter Brigadegeneral Julian Thompson. Während der vorangegangenen Nacht war die erste Welle von Landungsfahrzeugen mit Männern des Tupara und Forte Commando durch bereits auf den Bergabhängen über ihnen befindliche Aufklärungsgruppen in aller Stille an Land geführt worden. Jetzt kam, nach Ausschaltung nur geringfügigen Widerstandes, die zweite Welle. 45 und 42 Kommando und 3 Para von ihrem Mutterschiff Fearless an Land. Der gewählte Platz war eine lange, enge Wasserstrecke mit dem Namen St. Carlos Water und eine Ortschaft gleichen Namens. Und nach den ersten nächtlichen Vorpostengefechten trafen weitere Landungen in Port St. Carlos und Ajax Bay auf keinerlei Widerstand. Worauf es jetzt ankam, war jedoch, die Männer und den Nachschub an Land zu bekommen, den Brückenkopf zu festigen und die Verteidigungslinien gegen jeglichen argentinischen Gegenangriff aufzubauen. Die Landungsfahrzeuge arbeiteten unermüdlich und entluden Ausrüstungen durch das kalte Wasser auf den steinigen Strand. Scimitar und Scorpion-Panzer fuhren heraus, um diesen wachsenden britischen Ansatzpunkt auf den Falklandinseln zu schützen. Die wenigen befreiten Inselbewohner, die hier leben, kamen heraus, boten Tassen Tee an und freuten sich, den Union Jack wieder über ihrem Land wehen zu sehen. »Wo seid ihr so lange geblieben?«, sagten sie. Der Landung folgte eine Reihe von Stippangriffen auf die kleine Falklandinsel Pebble. 48 SAS-Männer flogen bei Nacht per Hubschrauber ein, um 12 argentinische Flugzeuge und ein Munitionslager unter dem Schutz des tödlich genauen Geschützfeuers der Glamorgan zu zerstören. Als der Tag anbrach, gingen die Kartuschen von 100 mit einer Geschwindigkeit von einer alle 2 Sekunden abgefeuerten 4,5-Zoll-Granaten über die Seite. Während der 2 Tage vor der Landung hatte es Angriffe auf Luft- und Seeziele überall auf den Inseln gegeben. Fox Bay, Goose Green, Port Stanley, Port Howard, Port Louis und Mare Harbor. Das alles diente dem Zweck, die Aufmerksamkeit der Argentinier von dem wirklichen, für die Landung gewählten Platz abzulenken. Das schiere Ausmaß der amphibischen Streitkraft, die in die engen Gewässer einlief, erstaunte selbst diejenigen, die dabei waren. Das war die Fort Austin, die Argonaut und viele andere, alle mit ihren Spezialaufgaben. Das Landungsschiff Sir Galahad. Das ständige Klappern der Sea King und Wessex Hubschrauber. Landungsfahrzeuge von der Fearless, die emsig hin und her liefen. Und wie ein großer weißer Wal im Wasser liegend, die Canberra selbst, die ihre Passagiere an der Türschwelle des Krieges ablieferte. Und trotz des klaren Wetters ließ die argentinische Luftwaffe sie mehrere lebenswichtige Stunden in Ruhe und gab ihnen dadurch Zeit, den Brückenkopf vorzubereiten. Danach würde es kein Zurückschauen geben. An Land ein willkommenes Anzeichen von Zivilisation. Und die Royal Marines graben sich ein, um sie zu verteidigen. In jeder neuen Stellung während des Vorrückens über die Inseln war es nun ihre erste Aufgabe, ihren eigenen Schutz gegen den Feind und die Kälte aus dem weichen, troffigen Boden herauszuschneiden. Nur wenn man Glück hatte, erledigte das jemand anders. Nicht viele Leute hier, mit denen man mitfahren könnte. Die Bevölkerung war jedoch gern behilflich, selbst wenn das bedeutete, Ladungen von Munition zu bewegen. Zwei Skyhawks waren die ersten, denen es gelang, an den Harriern vorbeizukommen und britische Positionen und Schiffe in den Gewässern von San Carlos anzugreifen. Wegen der Berge um San Carlos konnten die argentinischen Jets die Exocet-Raketen nicht einsetzen, die durch Radar automatisch das größte jeweilige Objekt ansteuern.
Das war ein Grund, weshalb San Carlos für die Landung gewählt wurde, konnte jedoch nicht die Bomben und die anderen Raketen aufhalten, die dicht aufeinander einschlugen. Eine direkt auf die Canberra zusteuernde Rakete wurde doch rechtzeitig abgefangen. Um ihre Bomben abzuwerfen, mussten die Maschinen durch das Sperrfeuer der Flak und der Handwaffen hindurch, das von See und Land abgegeben wurde. Die Plymouth und die Antrim waren leicht beschädigt. Die Canberra, das größte und attraktivste Ziel, konnte der Zerstörung wie durch ein Wunder entgehen. Auch mehrere Fregatten kamen gerade davon. Als die letzte Mirage am Himmel verschwand, pausierten die britischen Streitkräfte, um den Schaden auszuwerten. Die Marines nahmen auf dem Bergabhang einen argentinischen Beobachter gefangen, der, wie sie glaubten, geholfen hatte, die Flugzeuge einzuweisen. Sanitätsteams beeilten sich, die überraschend wenigen Verwundeten zu behandeln. Später schleppte sich die Antelope zu einem abgelegenen Teil der Bucht und ein Mann des Bombenentschärfungskommandos versuchte, einen Blindgänger im Maschinenraum unschädlich zu machen. Aber gerade als er arbeitete, explodierte die Bombe. Die Bombe riss das Schiff vom Maschinenraum bis zum Schornstein auf und die Besatzung versammelte sich auf dem Hinterdeck, um auf Rettung zu warten. Das Feuer breitete sich schnell aus. Hubschrauber durchsuchten das Wasser für den Fall, dass jemand durch die Druckwelle über Bord geworfen worden war. Ein Besatzungsmitglied wurde getötet und 5 wurden verletzt. Explodierende Munition näherte das Feuer. Die Besatzung hatte keine andere Wahl, als das Schiff zu verlassen. Später in jener Nacht ging das Raketenmagazin in die Luft. Bei Tagesanbruch schwamm die Antelope zwar noch und das Feuer war am Erlöschen. Ihr Rückgrat war jedoch fast gebrochen. Und als die See hineinstürzte und die letzten Flammen erstickte, zerbrach sie in 2 Teile und sank. Sie war kaum gesunken, als die Argentinier auch schon ihre Angriffe auf die Ankerrede wieder aufnahmen. Die Fearless kam sehr oft gerade eben davon. So ist es nicht überraschend, dass die britischen Truppen die Gewässer von San Carlos die Bombenallee nannten. Die argentinischen Piloten hatten ebenfalls einen Namen für sie, die Todesallee. Mehr als 80 der Flugzeuge, die Argentinien gegen die Taskforce aussandte, kehrten nicht zurück. Manchmal kamen die Angriffe so plötzlich, dass die Hubschrauber in Senken im Boden Deckung suchen mussten. Eine Sea-Cat-Rakete von HMS Fearless jagte ihre Beute. Boote wurden ausgesetzt, um einen argentinischen Piloten zu retten, der in die Gewässer von San Carlos ausgestiegen war. Auf dem Schiff, das ihn abschoss, sahen die Männer, die er zu bombardieren versucht hatte, zu, wie ein Sanitätsteam an Deck gerufen wurde, da ein Bein des Piloten schwer gebrochen war. Er würde nie wieder ein Militärflugzeug fliegen. Im Gegensatz zu vielen seiner Kameraden war er jedoch am Leben. Die britischen Seeleute waren verblüfft, dass so viele argentinische Bomben, die die Schiffe trafen, nicht explodierten. Und wütend, dass das in einigen Zeitungen enthüllt wurde, wodurch die Argentinier darauf aufmerksam gemacht wurden. Das Landungsschiff Sir Lancelot wurde in sichere Entfernung geschleppt, während eine dieser Bomben, die neben 200 Tonnen Munition lag, entschärft wurde. An einem anderen Ankerplatz hatte die Sir Galahad ebenfalls einen Blindgänger an Bord. Wären alle Bomben, die trafen, explodiert, wäre die Taskforce gefährlich geschwächt worden. Als weiteres Problem fing die Argonaut, die nach einem früheren Angriff gerade repariert wurde, wieder Feuer, das gelöscht werden musste. Am 25. Mai, ihrem Staatsfeiertag, griffen die Argentinier den Zerstörer Coventry an, wobei das Schiff versenkt, 21 Seeleute getötet und 23 verletzt wurden. Wenig später starben 9 auf dem Containerschiff Atlantic Conveyor, als eine auf die Hermes gerichtete Exocet-Rakete das Containerschiff traf. Die Harrier, die sie geladen hatte, waren bereits alle von Bord, doch versanken dabei je 3 wertvolle Chinook-Kampf- und Transporthubschrauber.
In der Ajax Bay war ein Munitionslager getroffen worden. Die britischen Verluste, obgleich schwer, stellten sich doch als niedriger heraus, als die Verteidigungschefs erwartet haben. Die Einnahme von Goose Green. 29. Mai und die Trümmer der Kapitulation lagen in Goose Green auf dem Boden herum. Ohne diesen Sieg hätte der Vorstoß nach Port Stanley nie beginnen können. Der von Tupara auf dieser engen, offenen Landzunge vorgetragene Angriff begann mit einem erfolgreichen Sturm auf Darwin. Der Vorstoß nach Süden wurde jedoch durch zwei MG-Nester gestoppt. Der Kommandeur der Fallschirmjäger, Oberst H. Jones, führte ein für den Zweck ausgewähltes Team in einem Frontalangriff gegen eines der Nester am Hill of Gorse. Er und 13 seiner Männer sollten die Einnahme des Hügels nicht mehr erleben. Als der Oberst sein Magazin von seiner Maschinenpistole abnahm und kontrollierte, sie nachlud, seine Waffe schussfertig machte und den Berg hoch vorwärts ging in Richtung auf eine Feindesstellung, die wir gerade ausgemacht hatten, und sich dieser Stellung bis auf 3 Fuß genähert hatte, schrie ich: »Verdammt, pass auf! Hinter dir!« Er nahm jedoch keine Notiz und wurde anschließend aus einem Graben hinten in den Rücken geschossen. Der Tod des Obersten veranlasste seine Männer, in einem Zangenangriff über Goose Green herzufallen. Und das Feuer der britischen Artillerie und die Granatbomben der Harrier-Kampfflugzeuge veranlassten die Argentinier, sich zu ergeben. Viele waren junge Rekruten mit wenig Mut, bis zum Tode zu kämpfen. Die britischen und die argentinischen Soldaten begannen gemeinsam, die Toten und Verwundeten zu bergen. Unter den Fallschirmjägern herrschte jedoch große Verbitterung. Und zwar nicht nur wegen des Todes ihres Obersten, sondern auch, weil ein anderer Offizier niedergeschossen worden war, als er hervortrat und auf eine Gruppe von Argentiniern zuging, die eine weiße Flagge schwenkten. Die Fallschirmjäger waren erstaunt zu sehen, wie gut die Stellungen ausgebaut waren, gegen die sie kämpfen mussten. Und erstaunt, dass viele Argentinier Hurra riefen, als sie ihre Waffen niederlegten. Ihre Begeisterung für die Malvinas war deutlich auf den Nullpunkt gesunken, nachdem sie bei Goose Green 250 Mann verloren hatten. Die größte Überraschung stand jedoch noch bevor. Nachdem alle Gefangenen zusammengetrieben waren, stellte sich heraus, dass dort anstatt des erwarteten Bataillons von 500 Mann fast dreimal so viel waren. 1400 Mann, gut ausgerüstet und gut eingegraben, hatten sich einer Truppe von nur 600 Mann ergeben. Auf dem Grasflugplatz durch die vielen Harrier-Angriffe zerstörte Pucara Kampfflugzeuge. Und ein erschreckender Beweis dafür, was die Argentinier vorhatten, aus einem Bombenstapel leckte Napalm. Als die Fallschirmjäger die riesigen Mengen erbeuteter Munition sahen, dachten sie an die Worte ihres gefallenen Kommandeurs, dass alles viel einfacher gewesen wäre, hätte es der BBC World Service nicht im Voraus in einem Bericht angekündigt. Die argentinischen Streitkräfte erlitten Ausfälle und es wurde eine Anzahl Gefangene gemacht. Und so hissten sie die Flagge in Goose Green. Für die britische Armee war die Bewachung und Verköstigung so vieler Gefangener ein Problem, auf das sie sehr wohl hätten verzichten können. Sie wurden zu einem eigens dafür umzäunten Gelände in Ajax Bay zurückgebracht. Im Feldlazarett dort arbeiteten Teams von Chirurgen auf Holztischen unter Notbeleuchtungen und behandelten Feindsoldaten genau wie die eigenen. Private Holman Smith, Private Fletcher, Private Illingsworth, Private Meekin, Private Dixon. Die Tragödie bei Bluff Cove. Durch die Morgennebel des 30. Mai liefen die Canberra und die Fearless erneut in den Falklandsund ein. An Bord der Flottille die Männer der 5 Brigade, die von der QE2 in den sicheren Gewässern Südgeorgiens übernommen worden waren. Hilfe bei der Operation leistete die Fähre Baltic, nur eines der vielen Schiffe der Handelsmarine, die alles tun mussten, was man von ihnen verlangte und mehr. Und hier stiegen sie aus, die walisischen Gardisten, die schottischen Gardisten und die Gurkhas, um sich Tupara auf dem Südweg nach Port Stanley anzuschließen. Trotz drohender Luftangriffe waren sie gelöst und nahmen alles gelassen hin. Mit einem Pack von 220 Pfund Gewicht im Schlepp würde das jetzt etwas schwieriger werden. Das musste jedoch jedermann tun. Diejenigen, die ihre Angelrouten mitgebracht hatten, hatten sogar Gelegenheit, sie zu benutzen.
In diesem friedlichen Nachmittag platzte der argentinische Angriff. Feindliche Beobachter auf einem Berghang oder einem entfernten Radarschirm hatten die Landungsschiffe gesehen und die Skyhawks losgeschickt. Es gab keine Verteidigung. Die Rapier-Raketen waren zwar an Land, hätten jedoch noch eine Stunde benötigt, um einsatzfähig zu sein. Die Stimme von Michael Nicholson erzählte Großbritannien, wie 50 starben und 46 verwundet wurden. Die Bomben trafen Sir Galahad Achtern durch den Maschinenraum und die Wohnraumsektionen. Ich beobachtete alles vom weniger als 400 Meter entfernten Strand und fühlte den Einschlag auf dem Boden unter mir, als der Laderaum voller Munition in die Luft ging. Granaten, Geschütze, Raketen, Patronen kamen aus ihren Munitionskisten, explodierten in der Hitze und schwirrten um uns herum. Wir konnten sie durch die roten Leuchtspuren kommen sehen. Ich sah Hunderte von Männern, die Decks entlang nach vorn rennen, die ihre Schwimmwesten, ihre Rettungsanzüge anzogen. Einige, die Schiffsbesatzungsmitglieder, die gerade von der Wache kamen, zogen ihre Hemden und Hosen an. Männer waren auf der falschen Seite des Feuers eingeschlossen und sprangen, da sie nichts anderes tun konnten, über Bord, wobei sich die Flammen um sie herum ausbreiteten. Ich sah Männer unter Wasser vom Schiff wegschwimmen, um dem brennenden Öl zu entkommen. Und als sie an die Oberfläche kamen, beobachtete ich andere Männer, Männer, die sich vor den Flammen in Sicherheit befanden und jetzt ihr eigenes Leben riskierten und mit Schwimmwesten ins Wasser sprangen, um die unter ihnen schwimmenden Männer zu retten. Hell orangefarbene Rettungsinseln wurden über die Seite geschleudert. Einige fingen sofort Feuer, als sie von Bruchstücken von den Explosionen getroffen wurden. Die jetzt böigen, starken Winde entfachten die Feuer, enorme Feuer, als die Brennstofftanks in die Luft gingen. Das Schiff war jetzt halb in schwarzen, dicken Qualm eingehüllt. Die Piloten der Sea King und Wessex Hubschrauber ignorierten die Flammen jedoch. Sie ignorierten die Explosionen und die um sie herum in die Luft gehende Munition und schlugen ihre Maschinen in den Qualm hinein, um die Schlangen der unter ihnen wartenden Männer in Sicherheit zu hieven. Die Hubschrauber warteten der Reihe nach ständig in der Luft, um hineinzugehen, sobald der vor ihnen befindliche sich entfernt hatte. Ich sah einen Piloten, wie er seine Maschine langsam und bewusst in die schwarze Luft hineinsteuerte und völlig blind in den Qualm eingehüllt schwebte. Und dann sahen wir, wie seine Besatzungsmitglieder eine Leine herunterließen, um einen Mann aus der See herauszuholen. Dieser Windemann ging dreimal herunter und dreimal brachte er Männer hoch. Nach oben, in die Schwärze, die seinen Hubschrauber einhüllte. Ich sah einen anderen Hubschrauber fast das Wasser berühren, wobei er seine Rotorflügel durch die Flammen zu wirbeln schien, um einen Mann in einem hell orangefarbenen Rettungsanzug aufzunehmen, der sich an die Ankerkette klammerte. Rettungsboote wurden von Sir Tristan, dem anderen Schiff, zu Wasser gelassen, deren Besatzungsmitglieder ihr Feuer unter Kontrolle zu halten schienen. Und diese Boote begannen, unter eigener Kraft, einige der Rettungsinseln in Schlepp zu nehmen. Andere begannen jedoch zu treiben und wurden dabei zuweilen vom Wind und dem Inferno weg und dann plötzlich darauf zugebracht. Piloten in den Hubschraubern sahen das und folgten ihnen sofort, nahmen ihre Maschinen zum Heck des Schiffes bei den Flammen, kamen tiefer runter und begannen unter Ausnutzung der nach unten gerichteten Strömung ihrer Rotorflügel langsam die Rettungsinseln wegzudrücken. Und langsam, Meter um Meter, wobei jeder Hubschrauber eine Rettungsinsel voller Männer übernahm, schoben sie sich sicher auf den Strand. Es gab viel Heldenmut in Fitzroy, jedoch muss dieser Einzeltribut den Hubschrauberpiloten und ihren Windenmännern gezollt werden, die so viele retteten. Die Verwundeten und die Überlebenden, viele unter Schock, viele, die ihre eigenen Freunde in den versperrten Schlafsälen schreien hörten, aus denen sie nicht heraus konnten, wurden durch Soldaten, die aus ihren Gräben zu Hilfe geeilt waren, vom Strand aufgenommen. Dutzende von Soldaten warteten in das eiskalte Wasser, bis zur Brust darin stehend, um Männer in Sicherheit zu bringen.
Ich sah Soldaten im Wasser, wie sie Verwundete aus den Rettungsinseln herausholten und auf ihren Schultern zurück an Land trugen und dann zurückgingen, um weitere zu retten. Die chinesische Besatzung, die Köche, die Wäscher, die Stewards auf diesen Hilfsschiffen der königlichen Flotte waren schwer verbrannt. Die Bombe war in ihren Wohnquartieren explodiert. Sie waren normalerweise die vorsichtigsten von allen an Bord dieser Schiffe. Die ersten, die ihre Brandschutzanzüge, ihre Hauben und ihre Anzüge anzogen. Aber nein, sagten sie, wir wussten nichts, wir hörten nichts, es gab keine Warnung, nur eine Detonation. Und dann sahen wir Männer, deren Haut von den Köpfen und Gesichtern herabtropfte. Es war ein Tag der Tragödie und ebenfalls ein Tag von außergewöhnlicher Heldenmut und Selbstlosigkeit von jedem Mann, der dabei war. Der Vorstoß nach Port Stanley. Die Argentinier bereiteten sich auf einen durch Hubschrauber unterstützten Angriff auf Port Stanley vor und glaubten nicht im Traum, dass die Briten einfach zu Fuß gehen würden. Die Männer der Three Commando Brigade, die die Insel nördlich der Berge überkreuzten, fanden einen anderen Namen dafür, Yomping. Wie man es auch immer nennen mag, es wird als eines der größten Bravourstücke in die Geschichte des britischen Heeres eingehen. Indem sie alles, was sie für die Schlacht benötigten, im Arm und auf dem Rücken in 120-Pfund-Packs trugen, marschierten 3000 Truppen der 42er und 45er Kommando Royal Marines und des 3. Bataillons des Fallschirmjägerregiments 70 lange Meilen durch den Schlamm und die Kälte von Ostfalkland. Sie richteten das Brigadehauptquartier an der kleinen Bucht von Kiel ein. Und während die Marines die Verteidigungsanlagen aushoben, kam zusätzlicher Nachschub vom Landungsschiff Sir Percival. Truppenpanzer rasten durch das Gebiet und brachten Patrouillen nach vorn, um die vorne liegenden Bergabhänge zu erkunden. Einige Soldaten von Three Para improvisierten ein Begrüßungsfeuer. Ein argentinischer Luftangriff in dieser Phase wäre ein bedeutender Rückschlag gewesen, besonders deshalb, weil das Hauptquartier mit Nahrungsmitteln und Munition überfüllt war. Alles, was jedoch am Himmel erschien, waren die britischen Hubschrauber, die die Artillerie, für alle beruhigend, in die Abenddämmerung nach Mount Kent transportierten. Dort schliefen Soldaten unter dem Frost und den Tarnnetzen neben ihren 105mm Geschützen. Die Männer der Royal Artillery bereiteten sich auf den Befehl vor, mit dem Beschuss der Feindesstellungen auf den Bergen vor ihnen zu beginnen. Eine britische Vorauspatrouille vom 42er Kommando wurde unterrichtet, wie entschlossen die Argentinier waren. Wir wussten, wie sie sich einrichten würden, weil sie auf den Hängen des Mount Kents ihre Zelte zurückgelassen haben, die die groben Befehle für die Verteidigung dieses Bereichs enthielten. Und sie wären bereit, 50% ihrer Unterstützungstruppen zu verlieren. Sie werden dies also ziemlich ernst nehmen. Die Geschütze bleiben so lange hier, Sir, bis sie eine Luftunterstützung weiter vorn sichern können. Dann begann die Schlacht um die strategischen Positionen auf Mount Harriet, Two Sisters und Mount Longdon. Die Truppen, welche die argentinischen Frontstellungen bemannten, waren alle junge Rekruten. Einige kämpften gut, andere ergaben sich, bevor sie überhaupt zu kämpfen hatten. Und viele wurden in wagemutigen Angriffen durch britische Einheiten gefangen genommen, die stark befestigte Stellungen stürmten. 600 Gefangene wurden gemacht, als die ersten drei Bergziele fielen. Der Preis dafür waren 22 britische Leben. Der Plan war eine koordinierte Zangenbewegung. Während Elemente der Five Brigade von Bluff Cove vordrangen, hatte Three Brigade ihren Weg quer über Land von San Carlos beendet. Die schweren Geschütze folgten gnadenlos den Argentiniern, die zurückwichen. Load, collect!
Hubschrauber flogen hin und her und brachten Munition. Unter ihnen gingen Fallschirmjäger von Tupara, die Sieger von Goose Green, wieder voran, viele von ihnen mit Spezialnachtvisieren auf ihren Waffen. Und mittlerweile machten sich bei allen beteiligten Truppen die Anstrengungen der von ihnen vollbrachten Leistungen bemerkbar. Eine Hubschrauberladung zu vorderen Stellungen war besonders willkommen. Die Blues und Royals in ihren Skorpionpanzern bewegten sich ebenfalls vorwärts und brachten so viel Feuerkraft wie möglich in den enger werdenden Griff auf die äußeren Verteidigungsanlagen von Port Stanley zum Tragen. Während sich britische Truppen auf dem Two Sisters Berg vorbewegten, versuchte die argentinische Artillerie, sich auf sie einzuschießen. Die erschöpften Soldaten schienen davon kaum Notiz zu nehmen. Wessex-Hubschrauber waren ständig im Einsatz, während die Versorgung mit Nachschubmaterialien während des gesamten Sperrfeuers fortgesetzt wurde. Die Milan-Panzerabwehrrakete wurde mit großer und unerwarteter Wirkung gegen die feindlichen Gräben eingesetzt. Und jetzt traf die Artillerieziele in Port Stanley selbst. Die Gurkhas legten vor ihrem Sturmangriff auf Mount William eine Pause ein. Einige erklommen den Berg, um einen ersten Blick auf die Stadt zu werfen, um die sie kämpften. Gerade außerhalb Port Stanleys traf das heftige Artillerie- und Mörserfeuer Sapper Hill, der bald von den Royal Marines eingenommen werden sollte. Sie sammelten sich für diesen Sturmangriff auf einem Befehlscamp am Nordrand von Two Sisters, ohne von den um sie herum explodierenden Granaten Kenntnis zu nehmen. Am 14. Juni griffen die Marines und die Welsh Guards Sapper Hill an. Die Nacht zuvor hatten die Gurkhas Mount William eingenommen. Die Scots Guards des 2. Bataillons überrannten Tumbledown Mountain. Wegen des offenen Terrains fanden fast alle Hauptschlachten hier bei Nacht statt. Nach der Einnahme von Wireless Ridge unmittelbar über der Stadt brach die argentinische Verteidigung zusammen. Während das 45er-Kommando in Fahrzeugspuren vorsichtig durch ein mögliches Minenfeld ging, kam die Nachricht eines Waffenstillstandes. Eine erste Reaktion hier bestand darin, das Minenfeld richtig zu markieren. Fast ging jedoch alles schief. Es war ein Harrier-Angriff auf Port Stanley befohlen worden. Er wurde gerade noch abgewendet. Sekunden später hätte es eine Katastrophe geben können. In den letzten beiden Kampftagen waren 31 britische Soldaten gefallen und 79 verwundet worden. Jetzt war alles vorbei. Eine weiße Flagge weht über Stanley. Ein verdammt herrlicher Anblick. Der Sieg. Ich bin Jeremy Moore. Tut mir leid, dass wir 3 Wochen brauchten, um hierher zu kommen. So begrüßte der Kommandeur der britischen Landstreitkräfte die 400 Bewohner von Port Stanley, die herauskamen, um den Männern zu danken, die für ihre Freiheit gekämpft hatten. Müde Männer, mit wunden Füßen, mit Schlamm bedeckt und innerlich sehr zufrieden mit sich.
Irgendwie fühlten sich diese großen Turnister jetzt leichter. How are you feeling, Red? Great. Fantastic. Get the pedals up. Give us a chair. Yep. Sie hatten riesige Strecken zurückgelegt. Sie hatten gekämpft. Und jetzt war alles vorbei. Die Royal Marines, die sich hier 73 Tage vorher ergeben hatten, waren zurück, wie versprochen, um dabei zu helfen, den alten Union Jack wieder zu hissen. Sie hatten Konkurrenz. Die Fallschirmjäger rühmten sich, die ersten gewesen zu sein, die in die Stadt einmarschierten, wie sie ITN-Reporter Jeremy Hans erklärten. Wir waren die Ersten, die die Flagge hissten. Tupara war zuerst hier. Und wie viele Stunden waren sie eher hier als die anderen? 2,5 Stunden. Wie lange sind Sie jetzt hier? Seit etwa 3 Uhr. Welche Art von Opposition gab es? Was meinen Sie mit Opposition? Weggelaufen. Sie liefen weg. Freudige Glückwünsche für Frau Thatcher in der Downing Street. Während in Fort Stanley die argentinischen Truppen ihre Gewehre an die Royal Marines übergaben. Nach dem Waffenstillstand hatten sich britische Offiziere zum Regierungssekretariat begeben, um die Kapitulationsbedingungen festzulegen. Das Dokument wurde für Großbritannien von General Jeremy Moore unterzeichnet. Auf Victory Green feierten britische Soldaten die Kapitulation. Weitere Argentinier bewegten sich im Gänsemarsch zum Stadtzentrum, um ihre Waffen abzuliefern. 42 Commando hatte den Auftrag, sie aus der Stadt zu bringen. Und sie gingen so gut sie konnten. Einige schoben verletzte Kameraden in Schubkarren vor sich her. ...1400 Verteidiger ergaben sich in Port Stanley, einer britischen Landstreitkraft von nur 2/3 dieser Stärke. Es stellte sich heraus, dass die eingezogenen Rekruten zurückgelassen wurden, um die Berge nach Westen zu verteidigen, während die regulären Truppen den Flugplatz bewachten und sich dort auf eine britische Landung vorbereiteten. Jetzt marschierten sie alle zum Flughafen, der in ein großes Gefangenenlager verwandelt worden war. Die meisten schienen froh, dass alles vorbei war. Jedoch gab es auch einige, die noch immer etwas Kampfgeist in sich hatten. Auf dem Flughafen waren zerstörte Pucara-Kampfflugzeuge der Beweis für den Erfolg der Harrier-Angriffe. Um die Gefangenen gegen die Kälte zu schützen, wurden einige Zelte zur Verfügung gestellt. Diejenigen, die hierfür jedoch vorgesehen waren, waren auf der Atlantic Conveyor untergegangen. Daher improvisierten die Gefangenen so gut sie konnten. Viele wanderten jedoch ziellos auf der Rollbahn herum, für die ihre Streitkräfte so viel Zeit und Mühe aufgewendet hatten, in dem Versuch, sie zu verteidigen. Zu diesem Zweck hatten sie Feldkanonen, ein Exocet-Raketenabschussgerät, wie es für den Angriff auf die Glamorgan benutzt worden war, Tiger-Cat-Luftabwehrraketen und 10,5-Geschütze. Überall auf der Rollbahn mit Wasser gefüllte Krater von den Bombenangriffen der RAF Vulcan-Bomber. Ebenfalls auf der Rollbahn die Schlammringe, um Krater vorzutäuschen. Weit davon entfernt, außer Gefecht zu sein, benutzten die Argentinier die Piste bis zum Tag vor der Kapitulation für Nachschubflüge. In der Stadt bewiesen kaum benutzte Kampfwagen, das Geschütz neben der Gastwirtschaft und die Flak auf dem Schulspielplatz, wie wenig den Argentiniern das Leben und das Eigentum der Inselbewohner bedeuteten. Im Postamt, wie in vielen anderen Gebäuden, die sie übernommen hatten, rücksichtsloser Vandalismus und Plünderung, und der Fußboden diente als Toilette. Hier Ordnung zu schaffen, würde viel Zeit und Mühe kosten.
Einige Gebäude waren durch Artilleriefeuer zerstört und ihre Besitzer kamen hervor, um zu sehen, ob sich noch etwas retten ließ. Ganze Straßen waren von Trümmern und der Stille einer plötzlichen unerwarteten Abreise erfüllt. Für die Inselbewohner schien es eine entmutigende Aufgabe, wieder von vorne anzufangen. Und jeder wusste, dass es auf den Falklandinseln nicht mehr wie früher sein würde. Die Polizeiwache der Hauptstadt hatte einen Volltreffer abbekommen von einer argentinischen Rakete, die zurückgekommen war. Die Argentinier hatten ihr größtes Geschütz zwischen den Häusern aufgestellt, darauf spekulierend, dass die Briten aus diesem Grunde nicht zurückfeuern würden. Britische Artillerie hatte versehentlich ein Haus getroffen, in dem sich zwei Falklandfrauen befanden. Britische Soldaten trugen die Särge von der Kathedrale in Port Stanley zum Friedhof. Insgesamt wurden in dem Konflikt 3 Inselbewohner getötet und 4 verletzt. Argentinische Kriegsgefangene standen stramm, als die Särge vorbeikamen. In einer Stadt von nur 800 Einwohnern berührte der Tod von 3 Mitgliedern die ganze eng gefügte Gemeinschaft. Die Canberra lief in den Hafen von Port Stanley ein, um die erste Gruppe Gefangener aufzunehmen. Darüber war mit der argentinischen Regierung Einigung erzielt worden. Das Schiff würde einen Festlandhafen anlaufen, jedoch sollten keine Verwandten an der Pier auf sie warten, lediglich eine Gruppe grimmig dreinschauender Offiziere. Daheim würden die Gefangenen erzählen, wie einige Offiziere diejenigen erschossen, die vor dem britischen Vormarsch zu fliehen versuchten, und anderen erzählten, dass die Briten sie fressen würden, wenn sie gefangen genommen werden sollten. Argentinien würde sich weigern, seinen Anspruch auf die Falklandinseln aufzugeben. Aber viele seiner heimkehrenden Soldaten würden die Inseln niemals wiedersehen wollen. In Buenos Aires wurde Bereitschaftspolizei herbeigerufen, als die Nachricht über Argentiniens Niederlage wütende Menschenmengen auf die Straßen brachte. General Galtieri bezahlte für sein Versagen. Seine Herrschaft als Präsident und Oberbefehlshaber des Heeres war vorüber. Sea King-Hubschrauber landeten in Port Stanley, um einen Blick auf die Stadt zu werfen, unter den Piloten Prinz Andrew. Ich habe Feuer gesehen, es ging an mir vorbei. Ich war zum Zeitpunkt, als Atlantic Conveyor getroffen wurde, im Flug. Ich arbeitete zu dem Zeitpunkt ziemlich hoch. Ich sah, wie Atlantic Conveyor durch die Raketen getroffen wurde. Im nahegelegenen Bluff Cove sollte die Sir Galahad später zu einem offiziellen Kriegsgrab werden. Die Welsh Guards sangen auf Walisisch für die Gefallenen. Die Männer von Tupara versammelten sich, um ihre Toten zu gedenken und sich zu fragen, ob der Krieg sie gewandelt hatte. Wir haben alle in den letzten 4 Wochen Ereignisse durchgemacht, die unsere Leben wahrscheinlich verändert haben. Ich möchte Sie bitten, sich daran zu erinnern, was Sie fühlten, als Sie dachten, dass Sie sterben würden, und was in dem Augenblick für Sie wichtig war. Es mag Ihre Frau gewesen sein. Es mag Ihre Freundin gewesen sein. Es mag Ihr Hund gewesen sein. Es mag sogar Ihr Leben selbst gewesen sein. Denken Sie weiter. Was ist wichtig? Gedenkt derjenigen, die nicht mit uns heimkehren. Und wir gedenken und beten für Ihre Angehörigen, zu denen Sie nicht zurückkehren werden. Und wir denken und beten für sie. Loved ones, to whom they will not return.
Britische Verluste 255 Tote, 777 Verwundete. Argentinische Verluste 746 Tote, 1053 Verwundete. Die Heimkehr. Come on, away from Scotland, you see me, I thought they were coming. Come here.